Bist du froh, eine Jungsmama zu sein? Da geht es mir ums Prinzip und es ist mir scheißegal. Und selbst wenn ich da drauf zahle, es geht mir ums Prinzip. Hast du vor, dann mit deiner Mom in eine Wohnung zu ziehen, wenn sie nach Berlin zieht? What's poppin'? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar machen wir einen Style & Talk. Ich habe es schon länger nicht mehr gemacht. Und es kamen echt coole Fragen. Ich habe zur Abwechslung mich nämlich mal vorbereitet und die Fragen vorher schon rausgesucht, dass ich nicht wieder eine Stunde suchen muss. Deshalb starten wir gleich mal mit der ersten Frage. 3 Must-Have-Quick-Mama-Make-Up-Produkte. Ich würde sagen, die 3. Das ist einmal das Magic Finish. Das könnt ihr nämlich einfach mit der Hand, ihr braucht da gar nichts dazu, einfach mit der Hand so ein bisschen. Dann braucht ihr einen Concealer. Ich bin jetzt nicht happy mit dem, ich benutze ihn trotzdem weiter, weil ich jetzt nicht so krasse Augenringe habe und so einen krassen brauche. Aber jedenfalls ein Concealer und den hier. Der ist zwar eigentlich für den Körper, der ist von Kaya Cosmetics, aber ihr werdet es dann gleich sehen, wenn ich den drauf mache. Der macht so einen schönen Glow und der ist halt auch, es ist so ein Cream Highlighter. Bedeutet, den könnt ihr auch so ein bisschen tupfen und schon seht ihr fresh aus und es dauert wirklich so 5 Minuten. Dann starten wir gleich. Also wir machen auch so ein Clean Make-up, so ein Standard Make-up, aber ein bisschen mehr als die 3 Produkte. Wir starten mit dem Smashbox Primer, den finde ich richtig nice. Der hat auch so Glitzer, alles klar, Glitzerpartikel. Einfach so. So, so, so. Dann geht es weiter mit den Augenbrauen. Der ist von Gatoubi. Ihr seht, den habe ich schon sehr oft benutzt. Ich habe auch einfach diesen Kleber nachgekauft und fülle das jetzt irgendwie so ein bisschen auf. Das ist zwar nicht die perfekte Option, also nicht die perfekte Lösung, aber es geht schon irgendwie. Oh mein Gott, ich habe Ende der Woche einen Termin für so ein Augenbrauenlifting. Da bin ich richtig gespannt. Ich habe ja fast keine Augenbrauen. Lol. Aber die paar Augenbrauen, die ich habe hier vorne, ich glaube schon, dass das geil ist. Und ein Wimpernlifting mache ich auch zum allerersten Mal. I'm excited. Ich nehme euch natürlich mit. Ich drehe dann einen neuen Vlog. Meine Mama kommt auch für eine Woche. Bedeutet, da kann ich dann auch mal irgendwie rausgehen und Bilder machen gehen und einfach so eine Stunde mich mit einer Freundin treffen oder so. Das wird sehr, sehr chillig. Hast du vor, dann mit deiner Mom in eine Wohnung zu ziehen, wenn sie nach Berlin zieht? Nein, also tatsächlich haben wir das erst so geplant, anfangs als ich schwanger war und ja schon den Mietvertrag für Berlin unterschrieben habe und so, hatte ich ja so Panik, das alles alleine zu machen und ich hatte so Angst, dass ich das nicht schaffe und das, was heißt, dass ich das nicht schaffe, ist auch falsch, aber einfach dieses, dass ich das alleine mache, hat mir so viel Angst gemacht und dann haben meine Mama und ich halt gesagt, erst, dass ich ja nach Bayern ziehe. Und dann war die Rede von, dass wir uns eine Wohnung teilen, weil dann ist sie auch immer da. Dann bin ich halt nicht komplett alleinerziehend und bla bla. Sie ist zwar arbeiten, aber ja. Wir haben aber dann festgestellt, meine Mama und ich, wenn wir zu viel aufeinander hängen, streiten wir uns. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das bei jedem so ist, aber bei meiner Mama und mir ist es einfach so, weil wir halt sehr unterschiedlich sind in unserer Kommunikation, sag ich mal. Und deswegen halt dann irgendwie was falsch verstehen und dann streiten wir uns halt öfter. Aber ich finde, es ist auch schon besser geworden. Jedenfalls, wir geben uns beide Mühe. Jedenfalls haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, weil nicht, dass unser Verhältnis dadurch irgendwie schlechter wird oder so. Jetzt, wo ich ja auch alleine bin mit dem Kleinen, merke ich ja auch, dass ich ganz gut alleine klarkomme. Was heißt ganz gut? Mir geht's gut, ich kriege alles hin und es ist nicht mal halb so schlimm, wie ich dachte, dass es ist. Also ich komme trotzdem dazu, ein bisschen zu arbeiten, mich perfekt um den Kleinen zu kümmern. Das ist meine oberste Priorität. Zum Beispiel war er ja jetzt auch krank und da habe ich halt nicht gearbeitet, logischerweise. Deshalb, nein, wir suchen eine Wohnung für sie. Und ich ziehe auch in eine größere Wohnung, weil ich ein Kinderzimmer haben will. Einfach, dass ich diese Sachen halt auch aufräumen kann. Ganz kurz. Wir machen weiter. Ich liebe dieses Make-up. Ich finde es so geil. Da ist auch ein Lichtschutzfaktor dabei von 50. Ich finde es einfach, geil. Was soll ich sonst dazu sagen? Was sagt man zu Make-up, wenn man das gut findet? Außer, dass man es gut findet. Es deckt gut ab. Jetzt bin ich gerade sehr ein kleiner Whitey. Aber wenn ich so ein bisschen bräuner bin, dann ist es auch die perfekte Farbe. Ich weiß, ich habe eh immer so ein Problem. Mein Hautton. Ich habe keinen Plan, was mein Hautton ist. Und gefühlt ist er auch alle jeden Tag irgendwie anders. Also, wenn ich ein Make-up habe, wo ich mir denke, boah, geil, die Farbe passt, eine Woche später passt die Farbe auf einmal nicht mehr. Also, selbst im Winter. Aber, ja, keine Ahnung, was das soll. So, dann nehmen wir den Concealer, mit dem ich nicht happy bin. Den
Ich komme hier auf das Lied, oh mein Gott. So, die nächste Frage ist, bist du froh, eine Jungsmama zu sein? Also erstmal ist dieses Thema ja sehr sensibel. Man darf sowas ja irgendwie nicht laut sagen und keine Ahnung, nicht darüber reden, weil da alle so empfindlich drauf reagieren. Erstmal ist natürlich, ich finde es so traurig, dass man sowas überhaupt dazu sagen muss. Natürlich ist das Wichtigste, dass das Kind gesund ist, dass es meinem Kleinen gut geht, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, ist scheißegal. Hauptsache, ich habe ein glückliches, gesundes Kind. Und ich finde es schade, dass man das dazu sagen muss, weil das für mich so selbstverständlich ist und ich voll oft bei solchen Fragen dann so selbstverständliche Sachen einfach vergesse und dann einem solche Sachen dann vorgeworfen werden, als ob das nicht logisch wäre, dass das das Wichtigste ist. Aber von dem abgesehen, ich habe es im Auge. Von dem abgesehen bin ich tatsächlich ganz happy, dass ich einen Jungen bekommen habe. Einfach weil ich als Kind auch, also kann sein, dass das bei Mädchen ja auch so ist, auch lieber mit Autos gespielt habe und gar nicht. Ich habe mit Autos und Barbies gespielt. Ich habe mit beiden gespielt. Ich weiß nicht, ich finde auch, Jungs sind halt ein bisschen, vor allem was die Pubertät angeht, pflegeleichter. Deshalb auch noch ein Pluspunkt. Ich glaube, die sind auch nicht so zickig in der Pubertät. Und grundsätzlich, aber das kann man ja mit einem Mädchen auch machen, liebe ich ja Sport und ich freue mich schon so sehr, mit ihm alle möglichen Sportarten auszuprobieren. Von mir aus auch Ballett, also weißt du, das ist mir scheißegal, was wir machen, aber wir werden so viel ausprobieren und irgendwas wird ihm schon gefallen. Ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass ein Kind Sport macht. Also die Option, dass er keinen Sport macht oder dass es nicht so sein Ding ist, gibt es nicht, weil wir werden dann was finden, was ihm gefällt. Wie gesagt, ob das Ballett ist, Ausdruckstanz oder keine Ahnung, Tischtennis, mir egal. Es wird sich irgendwie bewegt und es wird irgendwie Sport gemacht. Wenn er aber lieber so Kunstsachen macht oder sowas, dann machen wir das auch. Das darf er auch gerne machen. Er darf alles machen, was sein Herz begehrt, aber es wird Sport gemacht. Das ist mir extrem wichtig. Also ich finde das wichtig, weil es einfach so ein, also für die Gesundheit, für die Entwicklung auch, dass er das später dann weitermacht. Und dann kommt noch dazu, dass ich finde, dass man Jungs viel cooler anziehen kann. Ich ziehe mich ja selber lieber so oversized an, sag ich jetzt, und sitze hier mit so einem Blümchen-Oberteil, alles klar. Ich freue mich, eine Jungsmama zu sein, aber ich glaube, ich wäre genauso happy, wenn ich ein Mädchen bekommen hätte. Und das ist dann so eine kleine Version von mir. Und das, glaube ich, ist auch richtig schön. Und wenn ich noch ein Kind bekommen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn das ein Mädchen wird. Vor allem, weil dann habe ich erst einen Sohn und das ist dann der große Bruder, der passt dann auch nochmal auf die Kleine auf. Und ich weiß nicht, bei einem Mädchen würde ich mir einfach so viel, viel, viel mehr Sorgen machen wegen allem Möglichen, wenn sie Jungs datet, wenn sie Jungs nach Hause bringt, also solche Sachen. Und bei einem Jungen ist es irgendwie halt alles nicht so. Aber wenn das zweite Kind ein Mädchen wird, dann freue ich mich sehr. Das wäre schön. Also erst ein Jungen und dann ein Mädchen, das wäre schön. Das wäre die Wunschvorstellung. Aber wenn es zwei Jungs werden, auch schön. Wenn es nur einer bleibt, auch schön. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt und habe keinen Raum gelassen für Hater-Nachrichten. Lol. Naja, ich benutze die Kaya Face Palette immer. Hier ist mein Standardding. Das ist der Highlighter. Tipps, wenn sich alles falsch anfühlt und jede Option dich nicht zu 100% happy macht. Ich finde, es kommt drauf an, was es für eine Situation ist. Zum Beispiel bei meinem Studium. Ich bin gar kein Fan davon, wenn man Sachen abbricht. Vor allem so Studium-Sachen und Schule-Sachen. Das finde ich ist irgendwie nur so ein Mittel zum Zweck. Keine Ahnung, ich habe Gesundheitsmanagement studiert und habe dann aber in einer Marketingfirma gearbeitet und habe da das Influencer-Marketing gemacht und Online-Marketing, was eigentlich überhaupt nichts mit meinem Studium zu tun hatte. Und ich wollte ja auch, also ich wollte mein Studium auch abbrechen nach einem Jahr, weil ich mir dachte, ich arbeite niemals in diesem Bereich, in diesem Fitnessbereich, da kriege ich einen Anfall mit den ganzen Leuten, die immer denken, sie wissen alles besser, weil sie eine Zeitschrift gelesen haben. Und so diskutieren und sowas, das ist ja alles überhaupt nicht meins. Ich hasse das ja so sehr. Und ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, also ich habe ja dual studiert, und ich habe dann halt ziemlich schnell festgestellt, dass ich in diesem Bereich einfach nicht arbeiten möchte. Und dann war das Problem in dieser Kack-Kleinstadt, in der ich gewohnt habe,
Weil ansonsten gäbe es ja bei meinem Studium jetzt zum Beispiel auch noch die Option, dass man in der Altenpflege, in einem Krankenhaus etc. arbeitet. Das wäre bestimmt in der Großstadt auch gegangen, aber bei mir hatte natürlich niemand einen Plan, was das für ein Studium sein soll und konnten dann auch nichts mit mir anfangen praktisch. Das war sehr frustrierend. Also ich wollte dann BWL studieren übrigens, weil ich mir dachte, das ist halt mehr so die Richtung, in die ich gehen will. Habe aber dann das Studium nicht abgebrochen, weil ich mir dachte, boah, dann habe ich einfach ein Jahr verschwendet. Und wenn ich wirklich was in dem Bereich machen will, dann kann ich mich auch so weiterbilden oder selber mich irgendwie so hintrimmen, dass ich in diesem Bereich arbeiten kann, in dem ich arbeiten möchte. Weil im Endeffekt fragt dann bei einer Bewerbung, fragen die dann eher, okay, hast du einen Bachelor in diesem Bereich? So ähnlich irgendwie, aber im Endeffekt ist es nicht so wichtig, was du studiert hast, sondern einfach nur, dass du studiert hast. Und vor allem, wenn du es dann bis zum Vorstellungsgespräch schaffst und dich in diesem Bereich, für den du dich beworben hast, richtig gut auskennst oder das halt dann auch schon irgendwie in deiner Bewerbung bemerkbar machst. Ich habe mich dann selbstständig gemacht während dem Studium. Ich habe mit der IHK zusammengearbeitet, weil ich habe ja dual studiert und es darf, in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, sich selbst auszubilden. Ist auch irgendwo logisch. Und deswegen habe ich dann mit der IHK zusammengearbeitet und habe mir einen offiziellen Ausbilder gesucht praktisch und habe aber meine eigene Firma gegründet für Social Media Marketing und habe dann auch meine Bachelorarbeit über Social Media Marketing im Fitnessbereich geschrieben. Also ich habe den Fitnessbereich da schon wieder reingeholt und diesen Gesundheitsaspekt wieder reingeholt, aber das war halt nicht so diese Kerndings von meinem Studium. Und deswegen habe ich dann auch den Job bekommen. Also wie man sehen kann, wenn man etwas möchte, dann schafft man das auch. Und ich war nicht glücklich in diesem Studium. Ich habe das nicht gerne gemacht. Ich habe es trotzdem 3,5 Jahre durchgezogen und habe meinen Bachelor gemacht. Deshalb, wenn man in solchen Sachen nicht happy ist, für mich persönlich ist es schwer nachzuvollziehen, wenn man Dinge abbricht. Das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich persönlich bin da halt einfach nicht so. Aber bei meiner ersten Ausbildungsstätte, sag ich mal, da ging so übelst der Shit ab. Das war ein neues Fitnessstudio und die haben mich psychisch so manipuliert und fertig gemacht. Also wirklich schlimm. Ich habe jeden Tag geweint. Ich habe vor meinem Arzt, ich konnte nicht mehr schlafen, okay? Und ich habe ja eben dieses Ding in mir, dass ich Sachen durchziehen muss. Ich konnte nicht mehr schlafen und ich habe vor meinem Arzt Antidepressiva, so, aber so ganz leicht, also wirklich so ganz leicht. Einfach nur so, dass ich schlafen kann und nicht mehr so viel weine. Ich mache schon mal Augenbrauen weiter, sonst zieht sich das Video wieder ewig. Augenbrauenstift ist auch, ist von Maybelline Brow Ultra Slim. Ist jetzt auch nichts Besonderes, also ich schwöre jetzt nicht darauf, aber es funktioniert halt. Also long story short, das Ganze ging dann so weit, dass meine Entzündungswerte, ich hatte so krasse Schmerzen, kein Schmerzmittel, nichts hat geholfen. Und wir haben dann beim Arzt haben wir Blut abgenommen, weil der mir auch nicht sagen konnte, was mein Problem ist. Ich hatte so krasse Magenschmerzen. Ich habe mich wirklich so zusammengekrümmt. Einmal habe ich nachts, ich habe die ganze Nacht, habe ich mich übergeben. Ihr müsst euch vorstellen, ich lag bei der Toilette, okay? Ich habe mich übergeben, bin ohnmächtig geworden. Und weil ich mich wieder übergeben musste, wieder wach geworden. So fertig war ich und ich habe es trotzdem immer weiter durchgezogen, bis mein Arzt mich dann angerufen hat und meinte, ich muss sofort ins Krankenhaus, weil meine Entzündungswerte im Blut so hoch sind. Und dann war ich im Krankenhaus und ich habe halt dann gesagt, ja, ich bin im Krankenhaus, bla bla bla, weil meine Entzündungswerte so hoch sind und ich bin halt krank praktisch und ich kann nicht kommen. Und die meinten dann so, ja, okay, aber bringt es dann eine Krankmeldung? Ich weiß nicht mehr genau, was die gesagt haben. Auf jeden Fall so, als ob ich das vortäuschen würde und als ob ich mit Absicht krank bin. Das ist so gestört, Alter. Das war für mich dann auch so ein Schlüsselding, wo ich mir dachte, fickt euch. Entschuldigung, aber fickt euch. Meine Gesundheit, ich war so am Arsch einfach. So am Arsch, dass ich ins Krankenhaus musste, dass ich ein Magengeschwür hatte. Und die unterstellen mir, ich würde krank machen. Und das war für mich dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, nein, ich bin jemand, der Sachen durchzieht, aber das geht zu weit.
Und da habe ich dann auch, habe mir einen neuen Job gesucht, habe da gekündigt. Dann ging das halt so weiter mit, dann habe ich in einem Nutrition Store gearbeitet, das war auch ganz cool. Habe da dann die Geschäftsleitung auch gemacht, also hatte da sehr viel Verantwortung und habe mich aber dann selbstständig gemacht. Also ihr seht, es kommt drauf an, bei dem einen war ich nicht 100% happy und habe es durchgezogen, bei dem anderen war ich nicht happy und habe es aber abgebrochen. Ich finde, man muss da immer so ein bisschen abwägen. Ich kann nicht pauschal sagen, naja, wenn du nicht happy bist, dann ziehst du trotzdem weiter durch. Weil in einer Beziehung zum Beispiel funktioniert es ja auch nicht, wenn du da nicht happy bist. Beziehungsweise es gibt Phasen, wo man halt nicht happy ist in der Beziehung. Und man muss aber trotzdem weiter an der Beziehung festhalten und weiter dran arbeiten. Weil das wirst du immer und überall haben. Aber du musst halt dann überlegen, okay, wie lange bin ich nicht happy? Was sind das für Aspekte, in denen ich nicht happy bin? Deswegen kann man das niemals pauschal sagen. Finde ich. Dein Sternzeichen und welche Merkmale trägst du besonders? Ich bin Steinbock und ich bin zu 100% Steinbock. Also, okay, vielleicht gibt es so ein, zwei Sachen, die nicht so ganz zutreffen. Zum Beispiel diese negative Eigenschaft, dass ein Steinbock sehr dickköpfig ist. War ich früher, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Also das ist so ein, keine Ahnung, es gibt wenig Dinge, an denen ich festhalte. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein Prinzipienmensch und wenn es mir ums Prinzip geht, dann hast du verloren. Weil dann setze ich Himmel und Hölle in Bewegung, um das durchzusetzen. Aber nur, wenn es ums Prinzip geht. Wenn solche Sachen, zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, am Anfang habe ich noch ohne Verträge gearbeitet. Einfach auch, weil ich die Leute ja kannte. Ich war jung und dumm und musste das erst lernen, dass man ohne Verträge gar nichts macht. Und der hat mich dann 3-4 Monate für sich arbeiten lassen und er hat halt nie bezahlt. Und irgendwann habe ich halt gesagt so, ey, also ich kann jetzt nicht mehr weiter für dich arbeiten. Du musst mich schon auch bezahlen dafür. Also ich lebe ja auch von dem Geld und es geht halt nicht. Und dann sagt er ganz frech zu mir, ja, wir haben ja keinen Vertrag. Und dann dachte ich mir so, was? Und da bin ich dann auch aus Prinzip, ich hatte keine Rechtsschutzversicherung fürs Gewerbe, aber aus Prinzip bin ich zum Anwalt gegangen und ich habe diesen Anwalt bezahlt und ich hatte kein Geld für diesen Anwalt, wirklich nicht. Für mich war das damals echt viel Geld. Das Problem war, dass dieser Anwalt den kannte, den ich verklagt habe, dieser blöde, und der hat mir das nicht gesagt und der hat richtig schlecht gearbeitet, richtig schlecht. Aber trotzdem, weil ich ja im Recht war, ich hatte WhatsApp-Verläufe, die das alles bestätigt haben, dass ich für ihn gearbeitet habe, aber der war natürlich auch nicht blöd, sowas wie, ja, wir haben ja keinen Vertrag, hat er mir persönlich gesagt und natürlich nicht geschrieben. Aber da ging es mir ums Prinzip und ich glaube, ich bin auch mit null raus. Also er musste was zahlen und ich musste das zahlen, was er dann irgendwie... Also keine Ahnung, es war so eine Null-Geschichte. Und der Anwalt hat mir das auch gesagt und ich habe gesagt, nein, da geht es mir ums Prinzip. Und es ist mir scheißegal. Und selbst wenn ich da drauf zahle, es geht mir ums Prinzip, dass der sowas nicht machen darf. Da bin ich dann richtig stur. Und da bin ich einfach ein... Ich bin ein Prinzipienmensch. Ja. Setting Spray. Ich habe momentan das von Urban Decay All Nighter, aber mit Vitamin C. Wenn Ihnen jemand gefällt, sind Sie herzlich und leidenschaftlich. 100%. Ich hatte das schon so oft, dass ich mich zum Beispiel mit jemandem getroffen habe oder keine Ahnung, so auf einem Date war und der dann zu mir meinte, ob alles in Ordnung ist, weil ich so distanziert wirke und keine Ahnung, aber ich brauche halt einfach erst so ein bisschen, ich muss die Situation abchecken, also auch wenn ich neue Leute kennenlerne, bin ich sehr still, einfach nur, weil ich mir vorher erstmal angucken will, wie sind die Leute so drauf und will ich mit denen überhaupt so viel kommunizieren, also ja, ich bin zurückhaltend und dann habe ich auch so ein Resting Bitch Face, deswegen meint auch jeder, ich bin eingebildet. Also ich wirke sehr kühl auf andere und es gibt bestimmt auch Männer, die sagen, dass ich halt sehr, dass ich keine liebevolle Frau bin. Aber ja, das kommt natürlich auch drauf an. Also ich weiß nicht, ich mag das aber auch so. Ich will nicht, dass jeder Mann diese Seite von mir kennt, sondern das ist halt dann eine Seite, die nur mein Mann von mir kennt. Wisst ihr, wie ich das meine? Also wenn ich einen Freund habe, dann weiß der, wie liebevoll ich sein kann. Es ist mir egal, ob alle anderen das wissen oder nicht, aber er weiß es dann. Und ich will diese Seite nicht
diese Wifi-Seite will ich nicht jedem zeigen. Ganz einfach. Der typische Steinbock ist ausdauernd, beharrlich, belastbar, bodenständig, diszipliniert, ehrgeizig, ernst, geduldig, geradlinig, gründlich, grundsatztreu, hartnäckig, ideenreich, klug, konservativ, konzentriert, ordentlich, pflichtbewusst, realistisch, sachlich, selbstkritisch, strategisch, traditionsbewusst, treu, verantwortungsbewusst, vernünftig und vorsichtig. Ja, ja, ja. Welchen autoritär, engstirnig, kontrolliert, pedantisch, pessimistisch, starkköpfig, steif, trocken, überstrukturiert, unerbittlich, ungesellig und unnahbar. Also pessimistisch bin ich überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Das ist, also das stimmt auf jeden Fall nicht so. Alles andere schon. Schreibt auch mal, also wenn ihr Steinböcke seid, seid ihr auch so 100% Steinböcke? Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Wir machen jetzt weiter mit den Wimpern. Was willst du unbedingt noch erleben? Ich will unbedingt mit Keksi reisen und so einen Surfkurs mit ihm machen. Also so ein richtiges Surfcamp. Aber ich habe schon ein bisschen geguckt und es, glaube ich, geht erst ab 6 oder 9 oder so. Aber da hätte ich richtig Bock drauf. Und dann, wenn wir beide surfen können, dann machen wir so Surferurlaub. Ich hoffe, ihm gefällt Surfen. Das ist natürlich die Voraussetzung, weil sonst funktioniert es nicht. Aber ja, darauf hätte ich richtig Bock. Hey Leute, meine Wimpern sind so lang geworden. Ich benutze momentan einfach nur noch Rizinusöl, weil von diesem scheiß Wimpernserum habe ich immer so Augenringe bekommen. Es war alles so dunkelrot, dass ich nie ungeschminkt sein konnte, weil ich so Augenringe hatte, aber halt wegen diesem Wimpernserum. Dann habe ich eins benutzt ohne Hormone und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe dann so Gerstenkorn und so eine Entzündung im Auge bekommen und ich hatte das halt früher nie. Ich glaube, also beziehungsweise mir hat dann eine geschrieben, dass es bei ihr auch so war, wegen diesem hormonfreien Wimpernserum eben. Und dann habe ich das natürlich einmal ausprobiert, also ich habe es dann weggelassen und dann habe ich es einmal wieder benutzt und dann hatte ich es direkt wieder. Ich hatte es aber letztens auch wieder, aber nur ganz leicht, obwohl ich es nicht mehr benutze. Also ich weiß es nicht, aber ich riskiere es auch nicht. Und vor allem funktioniert dieses Rizinusöl so gut und es kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro in der Apotheke und dann habt ihr aber so einen großen, dass es gefühlt ein ganzes Leben lang reicht. Ich habe es nie benutzt, weil ich das immer so ein bisschen nur ausprobiert habe und nie einen Unterschied gesehen habe. Und ich schwöre es, ich glaube, ich benutze es jetzt 10 Wochen oder 12 Wochen. Also wirklich echt lange. Und jetzt sehe ich erst einen Unterschied. Aber irgendwie so von heute auf morgen sind meine Wimpern viel, viel länger und dichter geworden. Ich liebe es, ich benutze jetzt nur noch Rizinusöl. Ich glaube, es gibt jetzt nichts auf meiner Liste, wo ich sage, ich wäre todunglücklich, wenn ich das in meinem Leben nicht gemacht habe. Außer Surfen. Darauf habe ich richtig Bock. Keksi liegt jetzt neben mir auf der Spieldecke. Das ist gerade ein bisschen Dummy-Time. Da ist die nächste Frage auch passend. Wie sind die Nächte mit dem kleinen Keks? Mal so, mal so. Also ich muss sagen, er ist so brav. Er ist so ein Engel. Ja, du Schatz. Er ist so ein Engel. Also auch, dass er jetzt hier einfach neben mir chillt und in den Spiegel guckt. Er hat natürlich jetzt auch Nächte, wo er alle 3 Stunden nach wie vor aufwacht, um eine Flasche zu kriegen. Also ich kann nicht reden und das machen, deswegen mache ich das jetzt kurz. So, das ist von Kaya Cosmetics der Lip Liner und zwar Farbe Bianca. Ich benutze immer das gleiche für die Lippen. Ich weiß nicht, das ist einfach mal alles andere, finde ich, mag ich bei mir irgendwie nicht so. I don't know. Und NYX Cosmetics Farbe London. Das ist es. Ja, und heute zum Beispiel ist er um... Also ich bringe ihn jeden Tag um 8 Uhr ins Bett und wir stehen jeden Tag um 8 Uhr morgens auf. Egal wie die Nacht war, egal ob er dann erst um 10 Uhr geschlafen hat oder so. Es ist immer gleich und wir haben immer die gleiche Routine für abends und morgens. Jetzt, wo ich krank war, habe ich es so ein bisschen schleifen lassen. Also wir haben es trotzdem gemacht, aber halt nicht so. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Sachen vergessen, keine Ahnung. Oder ich bin dann, gestern bin ich zum Beispiel bis 9 noch liegen geblieben mit ihm, weil ich einfach nicht konnte, weil ich so fertig war. Gestern zum Beispiel ist er endlange nicht eingeschlafen. Ich habe mich dann zu ihm gelegt. Das Ding ist, ich hole ihn dann aber auch nicht mehr raus. Also um 8
geht er ins Bett und auch wenn er eine Stunde lang wach dort liegt, sind wir zusammen dann im Bett. Also ich hole ihn dann nicht mehr nach vorne irgendwie mit Licht oder keine Ahnung was, sondern da ist halt einfach Schlafenszeit. Das sind so Magnetwimpern, nur für hinten. Ich liebe die so sehr und es gibt sie einfach nicht mehr. Ich habe so einen Vorrat zu Hause, weil meine Mama mir ein paar noch geschenkt hat. Und es sind einfach die besten, weil die so natürlich sind. Also so natürlich. Weil die halt sehr natürlich sind und so einfach. Und es ist einfach, die halten gut, die sind natürlich. Von Essence waren die mal. Kann ich mal auf den Punkt kommen eigentlich. So. Ready ist mein Make-up. Na, wie finden wir es? Gestern habe ich ihn um 8 ins Bett gebracht. Oder nee, ein bisschen spät. Ich hab ihn um 9 ins Bett gebracht, weil wir ja auch eine Stunde länger geschlafen haben. Deswegen dachte ich, so ein bisschen ausgleichen. Ich habe ihn um 9 ins Bett gebracht und es war 10 Uhr. Er hat immer noch nicht geschlafen. Ich bin immer wieder mal rausgegangen, um zu gucken, vielleicht schläft er alleine ein. Und das Ding ist, ich warte aber dann auch nicht, bis er so richtig schreit, sondern wenn ich höre, er ist so am rumstrampeln. Genau, mein Schatz. Dann warte ich halt nicht, bis er anfängt zu schreien, sondern ich gehe dann schon hin und dann lege ich mich wieder zu ihm, tue ihm den Schnuller wieder rein. Dann lagen wir da gestern bis 10 und ich glaube erst um 10:30 oder so ist er dann auch wirklich eingeschlafen. Dann hat er bis 4 Uhr, glaube ich, geschlafen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin nachts immer so. Ich glaube, bis 4 Uhr hat er geschlafen. Dann hat er nochmal getrunken. So ein ganz kleines bisschen nur. Und dann war er um 7:30 heute wach. Und dann wollte er aber auch nicht mehr schlafen. Bist du gelangweilt? Hm? Mein kleiner Satz. Um 4 Uhr wach gewesen. Und dann um 7:30, da sind wir aber dann auch aufgestanden, weil er einfach absolut nicht mehr schlafen wollte. Also, ne, Schatz, du warst wach. Dafür ist er jetzt müde. So an sich sind die Nächte also wirklich Luxus. Ich muss nur ein- oder zweimal nachts wach ich auf. Und ja, dann kriegen wir das ganz gut hin. Geil, mein Schatz. Das war's mit dem Video. Wir beide spielen jetzt ein bisschen. Dann bis zum nächsten Mal. Ihr könnt den Kanal sehr gerne abonnieren und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ich lese mir die Kommentare immer durch und liebe es, mich mit euch auszutauschen. Also, tschüssi!